Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video werden wir uns die Protokolle ansehen. Und zwar werden wir uns in dieser achten Vorlesung die Protokolle respektive was sind überhaupt Netzwerkprotokolle, wie sind Netzwerkprotokolle aufgebaut, wie funktionieren die einzelnen Schichten, wie ist das zusammen aufgebaut, was sind die TCP-Mechanismen und was sind die Probleme bei TCP und wie es andere Protokolle wie zum Beispiel HTTP3 oder QUIC besser machen. Und das hat auch praktischen Nutzen, auch für den Challenge Task, dass sich auch mit Netzwerken auseinandersetzen, zumindest wenn Sie lokal entwickeln mit Docker Compose, sind es lokale Netzwerke, wenn Sie es deployen, sind es dann auch richtige Netzwerke. Diese Vorlesung sollte zeitlich nach der Einführung kommen, aber da es meiner Ansicht nach wichtigere Themen für den Challenge Task gegeben hat, habe ich diese nach hinten verschoben und spannend werden dann die Protokolle im realen Einsatz sein. Zum Beispiel, was bedeutet es, wenn Ihre Applikation HTTP 2 anbietet oder HTTP 3 verwendet. Das Netzwerk wurde eigentlich schon früh in Layers aufgeteilt. Hinter diesen Links stecken jeweils Technologien, wie zum Beispiel, können wir gerade kurz aufmachen, wie zum Beispiel IPX, SPX, das Internet Packet Exchange oder Sequence Packets Exchange, hier AppleTalk, DECnet und XeroxNet. Das ist schon ein bisschen älter, das hat es bereits gegeben, als ich noch nicht auf der Welt war und das ist schon fast Computergeschichte. Also diese Netzwerklayers, die gab es schon relativ früh. Das Problem war, dass diese Netzwerke miteinander nicht kompatibel waren. Das heißt, AppleTalk hat ihren eigenen Netzwerkstack, DECnet hat ihren eigenen Netzwerkstack, XeroxNet ebenfalls ihren eigenen Netzwerkstack. Und wenn man nun Rechner miteinander verbinden möchte, dann muss man natürlich Rechner oder Netzwerkequipment haben und auch die Software vom richtigen Hersteller, denn sonst sind diese Geräte oder diese Software untereinander nicht kompatibel. Das war früher so, heute ist das zum Glück nicht mehr der Fall. Heute gibt es diese Netzwerkschichten, die werden wir uns noch ansehen, die sind standardisiert, dort gibt es Gremien, die sich damit beschäftigen. Auf jeder Schicht gibt es diverse Forscher, Wissenschaftler, Unternehmen, die sich mit den Details beschäftigen, die neue Standards vorschlagen und die Hersteller halten sich meistens an diese Standards und so kann man zum Beispiel jetzt, wenn man ein Switch bei zum Beispiel Digitec kauft, natürlich gibt es auch andere Online-Anbieter. Hier kann ich mal ganz kurz auf Digitec gehen und wenn ich jetzt hier ein Switch mir kaufen möchte, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Hersteller, Ubiquiti, Netgear zum Beispiel, QNAP, was gibt es noch, D-Log, Sixel, Cisco gibt es sicher auch noch. Aber eben hier hat man eine große Auswahl, die sind miteinander kompatibel. Das heißt, wenn man sich einen Switch kauft, dann kann man mit einem Switch von einem anderen Hersteller, können die miteinander kommunizieren. Und es gibt natürlich auch Hersteller, die haben gewisse zusätzliche Features, die on top sind, die dann unter Umständen nur mit Geräten vom gleichen Hersteller funktionieren. Das machen die größten Hersteller so. Aber in der Regel die Basisfunktionalität, die sind untereinander interoperabel. Das heißt, es spielt dann keine Rolle. Man kann etwas vom Hersteller X kaufen, man kann etwas vom Hersteller Y kaufen und die können miteinander kommunizieren. Also da hat er sich um einiges verbessert.
Man hat schon relativ früh angefangen, mit einem Schichtmodell zu arbeiten. Man hat das ISO-OSI-Referenzmodell entwickelt und man hat diese Schichten benannt. Das heißt, nach dem OSI-Modell, dort gibt es die Physical-Schicht, die Data-Link-Schicht, die Network-Schicht, Transport, Session, Presentation und Application. Das ISO-OSI-Modell, das ist eher eine akademische Übung, wo man sich überlegt hat, was man in Zukunft alles brauchen wird. Heute wissen wir, dem ist nicht so. Also dieses Schichtmodell wird so heute nicht verwendet. Aber es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass wir eben das sogenannte Internetmodell brauchen. Das ist die Data Link in der Schicht 2, eben dort funktionieren diese Switches, die ich gerade vorhin gezeigt habe. Auf der Netzwerkschicht haben wir die quasi das Pendant Internetschicht, dort mit dem IP-Protokoll, und auf der Transportschicht haben wir die Protokolle TCP und UDP. Und auf diese Protokolle werde ich in dieser Vorlesung noch eingehen. Drei Protokolle Session, Presentation, Application wurden hier in die Application-Schicht hier zusammengefasst. Und aus Anwendersicht oder aus Entwicklersicht, wenn man jetzt mit diesen Schichten interagieren möchte, dann fängt man zu oberst an. Das heißt, hier habe ich ein Datenpaket und ich möchte es an eine Adresse schicken. Dann muss ich zu diesem Datenpaket einen TCP-Header hinzufügen. Und dann gehe ich in die Transportschicht. Und dort habe ich jetzt eben den TCP-Header. Und wenn ich dann noch eine Schicht tiefer runtergehe auf die Internetschicht, dort wird dann der IP-Header hinzugefügt. Und dieser IP-Header und die Daten werden dann wieder runtergeschickt zur Schicht 2, zum Link Layer. Und dort werden noch die Ethernet-Headers und Trailers hinzugefügt, dass man dann dieses Paket per Ethernet transportieren kann. Bezüglich den Definitionen haben wir hier rechts das OSI-ISO-Modell, eben diese sieben Schichten. Auf der anderen Seite haben wir die vier Schichten, die wir jetzt gerade vorhin gesehen haben. Und es gibt natürlich viele Definitionen dieses Internetmodells, zum Beispiel von der Cisco Academy. Da gibt es das Internetwork und statt das Internet. Dort heißt der Name ein bisschen anders. Aber es gibt immer noch vier Schichten. Dann bei einer anderen Referenz hier. Dort gibt es dann plötzlich fünf Schichten. Man hat wieder hier ein Physical Layer da unten und hier hat man auch ein paar Namen geändert, respektive die Bezeichnung geändert. Hier hat man zum Beispiel Network und Data Link. Dann gibt es nochmals 4 plus eine Schicht. Da hat man unten quasi als die plus 1 hier die Hardware. Dann haben wir von Starlinks hier diese fünf Schichten. Hier hat man Host-to-Host oder Transportprotokoll und hier unten Network Access. Und bei Tannenbaum hat man auch fünf Schichten und hier bei ARPANET hat man sogar nur drei Schichten. Das heißt, jeder definiert es ein bisschen anders. Die Begrifflichkeiten ändern ein wenig, aber eben das Grundprinzip bleibt und wichtig ist es, das Grundprinzip zu kennen und wissen, wie das mit den Schichten funktioniert. Dann zur Abstraktion. Hier habe ich das Beispiel, das man auch auf dieser Wikipedia-Seite findet. Das ist diese Seite hier. Das habe ich von hier genommen. Und hier wird das Datenpaket, hier, das dann heruntergereicht wird. Da hat man eben diese Schichten und das wird auch Abstraktionsschicht bezeichnet. Und diese Abstraktionsschicht ermöglicht es, zwischen zwei Entitäten zu kommunizieren.
und das sieht wie folgt aus. Hier auf Layer 5 ermöglicht es der anderen Seite ebenfalls über das gleiche Protokoll mit der Gegenseite zu kommunizieren. Das heißt als Beispiel, wenn ich jetzt die Applikationsschicht, jetzt Beispiel Layer 4, das wäre jetzt TCP, dann kann man zum Beispiel angeben, über welchen Port man gerne kommunizieren möchte. Zum Beispiel, ich möchte zu diesem Port, diesem Rechner hier kommunizieren, auf dem Port 80 oder auf dem Port 443, also eine HTTPS-Seite abrufen. Und dann geht die Kommunikation so gesehen über das Protokoll, über das TCP-Protokoll von dieser Instanz zu dieser Instanz, von einem Knoten zum anderen Knoten. Und wenn man dann eine Schicht weiter runter geht, dann ist man auf der IP-Schicht. Hier kommuniziert man über die eine, über diese, von dieser Instanz zu der nächsten Instanz über das IP-Protokoll. Und das heißt, was man macht, ist, man reicht eigentlich die Datenpakete hier runter, reichert das jeweils mit den entsprechenden Daten an, hier der Port, hier die IP-Informationen, reicht das dann runter, es wird dann übertragen und hier geht es wieder hoch und die Entitäten sehen dann jeweils auf der Gegenüberseite, dass man mit diesem Protokoll hier interagiert. Aber in Tat und Wahrheit ist das Ganze eben in Schichten aufgeteilt. Was diese Schichten machen, ist, sie bieten jeweils einen Dienst an die obere Schicht an und die obere Schicht kann dann die Daten in diesem Dienst aufrufen. Mit diesen Daten, diese Daten können dann angereichert werden und der nächsten Schicht übergeben werden. Und das funktioniert wie folgt, hier mit dem Beispiel Layer 3 und Layer 4. Das heißt, der Layer N tauscht die Protocol Data Units, die sogenannten PDUs, aus. Jetzt in diesem Beispiel bei Layer 3 ist das Protocol Data Unit IP-Header, TCP-Header und Data. Und das wird dann zur Gegenseite ebenfalls auf Layer 3. Dort kann eben diese Schicht damit umgehen. Und jede Protocol Data Unit enthält dann eine Service Data Unit. Diese wird dann hochgereicht, also von der IP-Schicht zur TCP-Schicht, zur Layer 4-Schicht. Und auf der Layer 4-Schicht ist dann wieder das Protocol Data Unit, ist ein TCP-Header und Data. Und dann wird das Data, ist dann die Service Data Unit und die wird dann hochgereicht zur Applikation. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel Daten empfangen möchte. Und so sieht der Protokollturm aus. Das ist jetzt wieder noch ISO-OSI-Modell. Hier gehen wir durch die ganzen Schichten durch. Das heißt, wenn wir etwas zur Gegenseite schicken möchten, starten wir hier oben. Wir gehen durch die Kommunikationsschichten hindurch, durch alle. Das ist jetzt nur eben theoretisch. Gehen dann auf das Übertragungsmedium und hier wieder hoch. Und wichtig ist eben, dass die Transportschicht, diese Daten hier auf der Transportschicht können mit diesen, mit dieser Entität hier auf dieser Schicht, Transportschicht, die können sich miteinander unterhalten und beide Gegenparteien müssen natürlich den gleichen Stack haben und so können die Systeme miteinander kommunizieren. Das heißt, man geht immer durch diesen Protokollturm runter und dann wieder zurück, je nachdem, ob es eine Anfrage oder eine Antwort ist. Aber wir fokussieren uns auf die Schicht 4, auf die Schicht 3 und tiefer. Darauf möchte ich jetzt nicht ins Detail eingehen. Da gibt es auch gute Vorlesungen, zum Beispiel von Laurent Metzger. Der befasst sich im Detail damit. Und wir werden uns auf Schicht 4 und höher fokussieren. Und zwar werden wir uns zuerst mit TCP auseinandersetzen, dem Transmission Control Protocol. Das ist ein zuverlässiges Protokoll. Das heißt, wenn dann irgendwo ein Paket verloren geht, dann wird es auch nachgeschickt.
Im Internet können die einzelnen Pakete, also die Daten werden in Pakete aufgeteilt und die einzelnen Pakete können dann auch unterschiedliche Routen nehmen. Das heißt, ein Paket kann vor dem anderen ankommen und mit Sequenznummern, das wird, die Pakete werden nummeriert und TCP garantiert dann, dass dann diese Pakete in der richtigen Reihenfolge kommen. Das heißt, dort sind wir sicher, dass die Daten, die wir in einer gewissen Reihenfolge abgeschickt haben, in der gleichen Reihenfolge auch wieder zurückkommen. Dann gibt es noch ein Window, das heißt, der Empfänger gibt an, wie viel Daten das er verarbeiten kann. Wenn es zum Beispiel ein schwacher Rechner ist, irgendein Raspberry Pi, wo man dann diesen Rechner überflutet, ständig Daten schickt und der Raspberry Pi kommt gar nicht mehr nach, dann werden diese Daten verloren geht und mit diesem Window kann eben der Empfänger sagen, jetzt bin ich überlastet, schick mir ein bisschen weniger und so steuert der Empfänger, wie viel Daten das er empfangen kann. TCP hat noch eine Checksum drin, CRC 16 Checksum. Der Overhead von TCP vom Header ist Minimum 20 Bytes. Bei IP haben wir ebenfalls einen Overhead von 20 Bytes. Bei Ethernet sind es um die 18 Bytes. Dort hat es noch ein CRC 32 Checksum drin und dort sieht man dann, ob es irgendwo einen Bitfehler gegeben hat, wenn die CRC eben auch nicht übereinstimmt. Dann wird dieses Paket auch verworfen und muss nochmals nachgefragt werden. Und so sieht das Transmission Control Protokoll aus. Man hat hier eben, das ist der Header, das sind minimal 20 Bytes. Source Port, Destination Port, das sind jeweils 16 Bit. Dann kommt die Sequenznummer, dann kommt die Acknowledgement Nummer, dann kommen noch diverse Flag, hier das Window, hier die Checksums und dann noch diverse Flags und hier unten kommen dann die Daten und das kann man sich ebenfalls hier anschauen in RFC, das habe ich von hier kopiert. Hier ist das TCP-Format beschrieben. Bezüglich Ethernet Frame, genau, das ist eben das mit diesen 18 Bytes, mit dem CRC 32. Für diejenigen, die es interessiert, hier kann man es nachschauen. Aber eben dazu jetzt in dieser Vorlesung will ich darüber nicht oder gehe ich nicht auf die Details an. Das heißt, TCP, wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann sollte man als Anwender eigentlich oder als Entwickler muss man sich nicht darum kümmern. Wenn irgendein Paket verloren geht, das TCP wird dieses Paket nochmals neu versenden. Aber manchmal muss man sich eben darum kümmern, was TCP genau macht. Und das werden wir uns in dieser Vorlesung anschauen. Um eine TCP-Connection zu erstellen, braucht es einen sogenannten Three-Way-Handshake, ein SYN-SYN-ACK und danach ein ACK. Das heißt, hier haben wir von Host 1 zu Host 2 haben wir ein SYN-Paket, dann mit einer Sequenznummer, dann haben wir eine Bestätigung, dass wir das erhalten haben, einen sogenannten SYN-ACK und dann gibt es wieder eine Bestätigung, dass wir das ebenfalls erhalten haben und bei diesem Three-Way-Handshake kommt dann wird eine Verbindung hergestellt und man kann nach diesem Three-Way-Handshake Daten verschicken. Die Sequenznummer hier, die ist dann zufällig gewählt, sonst hat man eine Möglichkeit, um TCP Sequence Prediction Attacks zu machen und mit einer zufälligen Sequenznummer wird das eben verhindert. Bei der Connection Termination, dort gibt es in der Regel ebenfalls einen Three-Way-Handshake oder Teardown. Und zwar gibt es hier das FIN, dann gibt es das ACK und dann gibt es das FIN-ACK. Das wird in der Regel gleichzeitig verschickt und dann wird das nochmals akzeptiert und dann hat man eine Connection geschlossen. Beide Seiten wissen, dass diese Connection geschlossen ist und keine Daten mehr verschickt werden sollen. Die Sequenz im ACK, wenn jeweils Daten bestätigt werden, wird jeweils mitgegeben, wie viele Daten bestätigt worden sind. Und dann weiß man,
welche Daten angekommen sind und welche nicht angekommen sind. Und hier gibt es auch Varianten davon. Entweder man weiß alles, was vor der erhaltenen Sequenznummer bestätigt wurde, ist angekommen und was danach kommt, weiß man nicht. Und da helfen Selective Acts, wo man sogar einzelne Pakete bestätigen kann. Das heißt, der Host 1, der schickt zum Beispiel Daten, bekommt ein Acknowledge für das Datenpaket 2, bekommt ein Acknowledgement für das Datenpaket 4 und bekommt dann kein Acknowledgement für Datenpaket 3. Und nach einer gewissen Zeit weiß dann Host 1, okay, ich habe keine Acknowledgement mehr für dieses Paket bekommen. Vermutlich ist es nicht angekommen und ich schicke es nochmals. Und er wird es so lange machen, bis er eine Bestätigung kriegt. Ja, jetzt ist es angekommen oder aber es gibt einen Timeout. Auf der Gegenseite kann es natürlich sein, dass auch Datenpakete verloren gegangen sind, aber es kann auch sein, dass ein Acknowledgement verloren gegangen ist. Das heißt, Datenpakete können unter Umständen auch zweimal ankommen, weil eben ein Acknowledgement verloren gegangen ist. Und weil man aber diese Datenpakete nummeriert hat, weiß man, dass es bereits angekommen ist und man kann es dann getrost ignorieren. Pakete, die verloren gehen, werden detektiert durch ein Retransmission Timeout. Das kann zum Beispiel definiert werden als zweimal die Roundtrip. Das heißt, wenn der Roundtrip zum Beispiel 100 Millisekunden ist, dann kann nach 200 Millisekunden getriggert werden, wenn noch keine Bestätigung gekommen ist, dass eben das Paket nochmals geschickt werden soll. Oder aber man kann auch, wenn ein Acknowledgement, wenn man das zweimal erhält, kann man auch davon ausgehen, dass etwas schiefgegangen ist. Und da gibt es ebenfalls eine gute Grafik dazu. Das ist auf dieser Seite hier. Hier sieht man einen Rechner, der schickt Daten, Daten 1. Dieser Rechner hier schickt Daten 1, Daten 2. Beide werden bestätigt. Dann werden Daten 3 und 4 geschickt. Hier geht das Datenpaket 3 verloren. Es kommt ein Paketverlust. Paket 4 kommt an und die Daten 1, 2 und 4 werden dann bestätigt. Und ich habe jetzt eben die Bestätigung für Paket 1 und 2 zweimal erhalten. Und da weiß ich, da ging irgendetwas verloren. Paket 4 habe ich auch schon die Bestätigung erhalten. Das heißt, ich werde hier nochmal mit einem Fast Retransmit das Datenpaket 3 nochmals schicken, weil eben das dasselbe, weil das Acknowledgement schon mehrmals erhalten worden ist. Und in der Regel von einem Fast Retransmit wartet man dreimal auf das Acknowledgement. Wenn man das gekriegt hat, dann macht man eben das Fast Retransmit und schickt die Daten proaktiv noch einmal. Bei TCP gibt es auch Flow Control. Auf der einen Seite hat man das sogenannte Fenster, das Empfangsfenster, das dazu dient, dass der Sender eben nicht überlastet wird. Das gibt einen gewissen Backpressure und der Empfänger sagt, hey, bitte nicht so viel Daten schicken, ich mag das alles nicht verarbeiten und der Sender muss sich natürlich auch daran halten. Auf der anderen Seite gibt es Congestion Control und Congestion Control ist der Mechanismus, um zu verhindern, dass es Stau gibt, nicht nur beim Empfänger, sondern im ganzen Netzwerk. Und das funktioniert so, dass es zuerst einen Slow Start gibt. Dazu gibt es hier eine gute Grafik dazu. Die können wir ebenfalls anschauen bei Wikipedia. Die habe ich hier gefunden. Das ist die folgende Seite hier. Und hier haben wir am Anfang den Slow Start. Da schicken wir nur wenige Daten und verdoppeln sie dann bis hier oben. Hier gibt es ein Timeout, da geht ein Paket verloren und man fängt wieder von vorne an. Das heißt, man setzt den Threshold dann neu und zwar bei der Hälfte, fängt wieder mit dem Slow Start an
und geht bis zum Threshold hier, den man eben gesetzt hat. Und hier verdoppelt sich die Pakete, die man versendet, nicht mehr, sondern hier geht man linear weiter, bis man wieder hier zu einem Fehler kommt. Hier in diesem Fall bekommt man ein Duplicate Egg. Hier gibt es dann ein Timeout und dann startet man wieder von vorne mit dem Slow Start, bis dann wieder zu diesem Threshold, respektive zu diesem Threshold hier. Wenn der Threshold überschritten ist, wird man wieder linear weitermachen. Und die Gründe, warum es zu einem Paketverlust kommen kann, so kann ein Knoten im Internet, der die Pakete weiterleitet, der eben ausgelastet ist, der wird die Pakete zwischenspeichern. Wenn der Speicher eben voll ist, dann wird dieses Paket dann verworfen, es wird gedroppt und das Paket geht eben verloren und man bekommt keine Bestätigung mehr und deshalb sind diese Timeouts wichtig. Das heißt, wenn ich nach einer gewissen Zeit eben keine Bestätigung bekommen habe, dann weiß ich unterwegs, ist das Paket irgendwo verloren gegangen und ich weiß dann auch, ich muss die Senderleistung reduzieren, weil irgendwo wird das Paket dann verworfen. Und eine sehr gute Differenzierung bezüglich Flow Control und Congestion Control habe ich hier auf dieser Seite gefunden, auf Stack Overflow. Und zwar Flow Control ist eben von der Empfängerseite. Die Empfängerseite sagt, hey, bitte nicht zu schnell senden, ich mag das alles nicht verarbeiten. Und bei Congestion Control ist es mehr, dort wird auf die Kapazität im Netzwerk geschaut und geschaut, kann ich noch mehr Daten schicken, bevor das irgendwo ein Paket verloren geht. Das heißt, dort wird eben das gesamte Netzwerk in Betracht gezogen. Bezüglich TCP und Congestion Control, da gibt es für jedes Betriebssystem, hat da seine eigene Implementation, seinen eigenen Mechanismus. Und hier auf dieser Wikipedia-Seite gibt es eine gute Liste von diesen Varianten, dieser eben Congestion Control-Mechanismen. Und bei Linux zum Beispiel, das implementiert Cubic Congestion Control, das haben wir hier unten. Bei Windows verwendet man zum Beispiel Compound TCP und wie gesagt, jedes Betriebssystem hat da seine eigene Implementation. Die sind aber natürlich miteinander kompatibel, weil das Congestion Control bestimmt nur, wie aggressiv, dass man seine Daten schickt, wie häufig, dass man seine Daten schickt. Die Daten, die man schickt, die haben immer das gleiche Format. Das Format ist bei allen gleich und eben der einzige Unterschied ist, wann dieses Paket geschickt wird. Und the new kid in town, das ist TCP BBR, Bottleneck Bandwidth and Roundtrip Propagation Time. Das basiert nicht nur darauf, dass dieser Algorithmus reagiert, wenn ein Paket verloren geht, sondern es misst auch noch die Zeit, wie lange es geht, bis eine Bestätigung angekommen ist. Und das gibt auch eine Indikation, wie voll der Puffer war. Das heißt, wenn man plötzlich eine höhere Zeit hat, weiß man, dass irgendwo auf dem Weg im Internet, dass es einen Knoten gibt, der jetzt dieses Paket in einem Puffer hat und das verzögert abschickt. Und das kann man messen und dort kann man auch schon, wenn man sieht, dass der Buffer gefüllt wird, dort kann man dann auch schon die Senderleistung reduzieren, um auch das zu verhindern, dass man die Puffer, dass man den Cache nicht allzu überfüllt, sodass eben diese Zeit, bis das Paket ankommt, langsamer wird. Das TCP BBR oder generell BBR kann man zum Beispiel bei HTTP 3 verwenden, ist aber nicht vorgeschrieben, kann man aber verwenden. Und wir werden nun TCP/IP aus einer Applikations- respektive Entwicklersicht ein bisschen genauer anschauen, aber auch hier werden wir nicht allzu
sehr auf die Tiefe, in die Tiefe gehen. Ich habe hier auch ein Repository, wo man sich die Beispiele anschauen kann. Das Repository, das ist hier DSY und dort habe ich zum Beispiel einen einfachen Server implementiert. Den kann man jetzt laufen lassen und hier bekomme ich dann eine Nachricht rein und ich antworte dann Message Received, mache ein Uppercase und schicke es dann zurück. Und die Idee ist hier eben, dass man sieht, dass man mit unterschiedlichen Programmiersprachen eigentlich über TCP miteinander kommunizieren kann. Das heißt, alles ist interoperabel. In diesem Beispiel, wie gesagt, ich höre auf Port 8081. Dann habe ich eine Client-Version, die habe ich in Node gemacht. Das ist der Client hier oben. Das ist, oder respektive einen Server, den ich noch hier habe. Genau, die Serverversion. Hier ebenfalls höre ich auf den Port 8081. Da mache ich eigentlich das Gleiche. Data received vom Client, das logge ich raus und werde dann to uppercase zurückgeben. Die gleiche oder ähnliche Funktionalität und in einer anderen Programmiersprache. Und als Client in diesem Beispiel kann man zum Beispiel Netcat verwenden. Netcat ist ein kleines Utility, mit dem man zum Beispiel die Netzwerkfunktionalität austesten kann. Das hilft auch immer wieder beim Debuggen, auch zum Beispiel mit Containern, also hilft mir zumindest, weil wenn ich jetzt mal hier ein Beispiel zeige mit Netcat, dann kann ich mit Netcat zum Beispiel auf Port 9000 hören und hier kann ich mit Netcat auf Localhost Port 9000 zugreifen und das hilft mir dann, wenn ich beim zum Beispiel Docker Compose, ich habe jetzt in einem Docker Compose dort in einem Netcat drin auf dem Port 9000, dann kann ich von außen zum Beispiel testen, komme ich überhaupt rein, funktioniert die Netzwerkverbindung, um dort das Netzwerk austesten zu können. Und wenn ich dann so etwas sehe, dass es auf der Gegenseite ankommt, dann weiß ich, es ist angekommen und das ist noch sehr, sehr, sehr hilfreich zu debuggen. Genau, und hier die Beispiele in unterschiedlichen Programmiersprachen, jetzt nicht so schön formatiert, wie es sein sollte, aber wie gesagt, ihr könnt es euch gerne im Git-Repository anschauen. Es dient eigentlich nur zur Veranschaulichung, dass man mit beliebigen Programmiersprachen jetzt sich mit TCP verbinden kann. HTTP 1 und 2 verwenden ebenfalls TCP. Darauf werden wir noch später in der Vorlesung eingehen. Nun, was gibt es bei TCP zu beachten oder warum ist es wichtig? In der Vorlesung, in der Einführungsvorlesung habe ich von den Denkfehlern berichtet. Der Denkfehler 2, Latency is Zero. Das ist bei TCP sehr wichtig, weil eben die Latency nicht Zero ist. Wenn man zum Beispiel einen Ping nach Australien schickt, dann hat man 300 Millisekunden. Und wir haben jetzt eben gesehen, beim TCP Handshake hat man ein Three-Way Handshake und da muss man einen Roundtrip abwarten, also 300 Millisekunden abwarten, bis man dann Daten schicken kann. Ich erkläre gleich noch, wieso das problematisch sein könnte. Bei einem Server nach Australien, das können wir uns auch ganz kurz anschauen. Wie gesagt, hier ein Ping nach ftp.audebian.org und hier sehen wir, geht sogar länger, 400 Millisekunden, 450 Millisekunden, also ein sehr großer Roundtrip. Das heißt, hier muss ich einen Weg von Australien wieder zurück, 450 Millisekunden. Wenn man jetzt Starlink verwendet, dann sind es zwischen 30 und 50 Millisekunden, die man noch zusätzlich
abwarten muss. Das heißt, auch hier Latency ist eben nicht Zero. Und je mehr Roundtrips man machen muss, desto länger muss man warten. Ein Problem bei TCP ist der TCP-Handshake, der ist standardisiert. Das heißt, der ist überhaupt nicht flexibel. Und für den Handshake braucht man ein Roundtrip. Und was man damit eben machen kann, ist, man kann eine Verbindung herstellen, sicherstellen, dass die Gegenseite auch Pakete akzeptieren kann. Und was man aber nicht machen kann, ist, man kann in diesem Handshake nicht die Schlüssel austauschen. Das heißt, wenn ich private Schlüssel habe, dann kann ich den öffentlichen Schlüssel schicken oder respektive einen Diffie-Hellman-Key-Exchange initiieren. Das geht eben nicht beim TCP-Handshake. Das heißt, hier braucht es dann etwas anderes. Und wenn man jetzt mit TCP arbeiten möchte, braucht man dann noch einen zusätzlichen Layer. Und wenn man dort diesen Security-Handshake, also diesen Schlüsselaustausch machen möchte, dann braucht es noch einen zusätzlichen Roundtrip. Das heißt, mindestens zwei Roundtrips. Bei Nürnberg, eben mein Server jetzt, steht jetzt in Nürnberg, der ist relativ nahe. Ich habe 15 Millisekunden gemessen. Wenn man jetzt Nürnberg und Starlink nimmt, zum Beispiel 15 und 50 Millisekunden, dann sind das 130 Millisekunden, die man benötigt, bis man dann Daten schicken kann. Und nach Australien sind es dann 600 Millisekunden. Jetzt in dem Fall, den wir gesehen haben, 450 Millisekunden. Dort wären es dann 900 Millisekunden, bis ich dann etwas schicken kann. Und TCP und Security braucht mindestens zwei Roundtrips. Mit DNS-Query braucht es noch einen Roundtrip mehr, aber in der Regel, der DNS-Server steht irgendwo in der Nähe. Das heißt, wenn man da eine Namensauflösung machen möchte, dann geht das in der Regel schnell und das ist dann ein kleiner Overhead. Wenn man ein altes Security-Protokoll nimmt, wie zum Beispiel TLS vor 1.3, darauf werden wir auch noch eingehen, dann braucht man zwei Roundtrips, um diese Schlüssel auszutauschen und dann hat man schon vier Roundtrips und eben man hat noch zum Beispiel Starlink oder Kuiper oder OneWeb, das sind Satelliten, Satelliten-Internet, die in einem tiefen Orbit sind, die sind relativ schnell, also zwischen 30 und 50 Millisekunden. Es gibt aber noch andere Varianten, die sind in einem höheren Orbit und da hat man noch eine wesentlich höhere Latenz. Und das heißt, in einem Worst Case, wenn man jetzt Starlink hat, in Australien etwas pingen möchte, DNS-Abfrage noch machen möchte mit TCP und einem alten Security-Protokoll, dann braucht man 1,4 Sekunden, bevor man dann überhaupt die ersten Daten schicken kann. Und um dieses Problem zu beheben, braucht es eben etwas Neues, und zwar ist es HTTP3. Das funktioniert dann auch nicht mehr mit TCP, wegen genau dieses Handshakes, der eben nicht so flexibel ist. Und wie das genau funktioniert, werden wir uns jetzt dann gerade ansehen. Und hier noch unten ein Screenshot von Wireshark. Das heißt, wenn ihr euch mit Netzwerken auseinandersetzt und ihr jetzt irgendwo ein Problem habt in den Tiefen der Protokollen drin, dann hilft euch Wireshark, um diese Probleme zu analysieren. Da wird alles grafisch aufbearbeitet und man sieht eigentlich relativ gut, welche Daten wohin geschickt werden. Ich verwende das sehr selten eigentlich, aber wenn es dann wirklich nicht weitergeht, wenn ich nicht weiter weiß, dann kann man mit Wireshark diesen Traffic analysieren und schauen, was genau dann verschickt wird. Wenn man nun HTTPS verwenden möchte, das ist da verschlüsselt, dann bei Wireshark muss man noch ein Keyfile angeben, das kann man machen, also beim Browser kann man sich das Keyfile ziehen, bei Wireshark das Keyfile importieren
und dann werden ebenfalls die Daten entschlüsselt, sodass man auch dann sehen kann, welche Daten jetzt genau hin und her geschickt werden. Aber wie gesagt, Wireshark brauche ich sehr selten, nur wenn es dann mal richtig schwierig wird und irgendwo etwas im Netzwerklayer nicht stimmt, dann hilft Wireshark und sonst habe ich es sehr selten verwendet. Gut, kommen wir zu TCP und TLS. Ich habe eben gesagt, TCP, also wenn man Sicherheit in TCP braucht, dann muss man noch eine zusätzliche Schicht haben. Das ist die Transport Layer Security. Die ist hier gut beschrieben auf dieser Seite hier. Und hier haben wir eben diese Schichten Transport und dann haben Sie als Session haben Sie hier TLS. Und wichtig hier unten ist, dass man eben dieses Syn-Syn abmacht, ein Roundtrip, und dann hat man hier TLS, welche noch im alten Protokoll zwei Roundtrips braucht und erst nach insgesamt drei Roundtrips kann man die Daten verschicken. Genau, hier nochmals diese Syn-Syn-Achs, da werden die Daten verschickt und es braucht dann, wie gesagt, im alten Protokoll braucht es zwei Nachrichten, damit die Schlüssel ausgetauscht werden, damit hier die Verschlüsselung sicher ist. Das heißt, drei Roundtrips muss man abwarten, bis man die Daten schicken kann. Und wir haben jetzt eben gesehen, ein Roundtrip Astral 450 Millisekunden mal 3. Da muss man relativ lange warten, bis man die Daten verschicken kann. Und bis man die ersten Daten empfangen hat und weitere Daten schicken kann, braucht es 4 Roundtrips. Also eben, das muss man berücksichtigen. Latency is not zero. Das heißt, wenn man im Internet ist, wenn ich zum Beispiel von hier, von Cablecom, nach Nürnberg pinge, das ist mein Server, ping botcheck.ch, dann ist es schon näher, ich sehe hier 20 Millisekunden, 22, 24, das ist schon näher, aber eben es ist nicht null und das muss man sicher berücksichtigen, wenn man sich mit verteilten Systemen beschäftigt. Bei TLS 1.3, das wurde im August 2018 verabschiedet. Da gibt es hier einen Artikel dazu, wie das eben funktioniert. Und die große Neuerung ist, dass man jetzt bei TLS 1.3 nicht mehr zwei Nachrichten, also zwei Roundtrips braucht, um die Kommunikation abzusichern, sondern nur noch eine. Das heißt, insgesamt hat man dann mit TCP und TLS zwei Roundtrips. Das heißt, wir haben von drei Roundtrips auf zwei Roundtrips reduzieren können. Und das merkt man doch, wenn die Server ein bisschen weiter entfernt sind, dann ist das spürbar. Und bezüglich TLS 1.3, die meisten verwenden es bereits. Ich kann hier auf Can I Use gehen und hier sehe ich bereits 96%, hier muss ich die Zahlen in den Slides updaten, 96%, fast 97% der Browser beherrschen TLS 1.3. Das heißt, wenn ihr einen Server betreibt, dann macht es Sinn, TLS 1.3 einzusetzen, weil für den Benutzer, er bekommt die Daten dann auch tatsächlich schneller. Es sei denn, ihr habt den Server an einem Ort X und der Benutzer ist ganz nahe an dem Ort, dann spielt das nicht so eine große Rolle, aber wenn der Benutzer weit weg ist, dann ist sicher TLS 1.3 zu bevorzugen. Die Seite dsl.i.ost.ch, die verwendet natürlich auch TLS 1.3. Und wir werden dann noch entsprechende Tests machen von diversen Orten auf der Welt und schauen, wie schnell diese Seite tatsächlich ist. Gut, kommen wir eben zum Test. Jetzt habe ich meine Seite hier, das ist dsl.i.ost.ch. Und hier testen wir jetzt mal von Los Angeles.
testen wir mal die Seite, Screen Size, das sollte passen, Chrome, und jetzt schauen wir mal, wie schnell das es gehen wird. Und hier sehen wir Load Time 1,3 Sekunden. Die Seite, die ist nicht so groß. Es wurden 8 Requests gemacht und in 1,3 Sekunden wurde die Seite vollständig geladen. First Content Full Paint, Largest Content, also nach 1,14 Sekunden haben die User dann den Inhalt schon den größten Teil gesehen. Und hier sieht man auch eben, dass man eine gewisse Zeit warten muss, bis der Inhalt angezeigt wird. Und die Grafik, was auch noch ganz interessant ist, hat eben noch diesen Resolve drin. Das ist der TCP Resolve, der war jetzt anscheinend gecached, leider, sonst hätte er da auch noch einen Request machen müssen. Dann kam der TCP Connect. Dann kam der Handshake und dann konnten die Daten gesendet werden und hier habe ich dann die Daten empfangen. Das heißt, hier wurden die Daten dann nach 1,1 Sekunden wurde es empfangen und dann braucht man im Browser noch ein bisschen Zeit, um es darzustellen. Aber eben, das ging relativ fix, unter anderem, weil ich auch TLS 1.3 verwende. Das heißt, dieser HTTP Handshake ist etwa so schnell wie der TCP Connect. Das heißt, ich brauche hier nur einen Roundtrip. Wären das hier zwei Roundtrips gewesen, hätte man noch 160 Millisekunden draufpacken müssen. Und jetzt kann ich noch mal einen Test machen, der noch ein bisschen näher ist, zum Beispiel Frankfurt. Und das sollte dann deutlich schneller gehen. Und ja, hier sieht man nach 120 Millisekunden, 174 Millisekunden habe ich dann den Inhalt bekommen. Hier ebenfalls kein Resolve, war ebenfalls gecached, auch TCP Connect, Handshake, dann haben wir Daten geschickt und hier habe ich dann die Antwort empfangen und mein Browser braucht auch eine gewisse Zeit, um das zu empfangen und dann auch entsprechend anzuzeigen. Kommen wir nun zu HTTP3. Das ist eine, die Weiterentwicklung von HTTP2 und das Interessante ist, hier braucht man nur noch ein Roundtrip, das heißt der Handshake und der Security Handshake und der TCP Handshake, die sind eigentlich kombiniert in einem. Das heißt, man braucht nur noch einen Roundtrip, um die Verbindung aufzubauen und dann kann man bereits Daten schicken. Zu Quick respektive TCP gibt es ganz viele gute Artikel dazu. Einer hier, der beschreibt, was Quick ist, wie es eben verbessert werden soll. Das ist hier eine Übersichtsgrafik. Und zwar haben wir hier basiert das neue auf UDP. Und in UDP hat man diesen Connection Handshake einfach nachgebaut und Quick oben auf UDP aufgebaut, dass eben alle Funktionalitäten von TLS und TCP dann vereint. Und hier oben, das ist noch ein alter Eintrag, hier ist ein HTTP 3 und nicht mehr HTTP 2. Und wie häufig das es verwendet wird, das ist ein neuer Artikel aus dem Jahr 2023. Und hier sieht man, dass HTTP 3 schon ungefähr bei 30% der Seiten, die hier gemessen worden sind, verwendet wird. Und wenn ich auf Can I Use gehe, caniuse.com und hier HTTP 3 angebe, das heißt 78% haben es von Haus aus. Wenn man es noch über Flags dazu schalten kann, sind wir bei 95% und das ist doch stark verbreitet.
Und hier ebenfalls noch ein guter Artikel von Facebook auf dieser Seite hier. Da gibt es auch ganz viele Videos dazu. Das ist jetzt quick. Das sind eher Low-Level-Sachen, aber sicher spannend für diejenigen, die sich da vertiefen möchten. Und hier haben wir wieder das Beispiel von Australien. Ich nehme an, hier Ping dauert 330 Millisekunden. Hier haben wir das Client Hello schon bereits im Handshake drin. Ein Roundtrip finished und dann kann man die Daten schicken. Und das ist dann viel schneller natürlich als HTTP2, wo man TCP und TLS verwendet. Bei HTTP 1, dort hat man ja für jeden Request eine TCP-Connection aufgemacht, Three-Way-Handshake gemacht, TLS-Handshake gemacht und dann konnte man die Ressource requesten. Das wurde dann verbessert bei HTTP 2, wo man dann nur noch eine TCP- und TLS-Connection aufmacht, wobei eben das TLS, das war optional. Das heißt, man kann HTTPS verwenden, muss man aber nicht. Und neu bei Quick, respektive HTTP 3, dort ist immer alles verschlüsselt. Das heißt, die Daten werden nie unverschlüsselt übers Netz verschickt. Und eben bei HTTP 1 hat man hier jeweils immer drei Connections aufgemacht für drei Ressourcen. Bei HTTP 2 hat man da nur noch eine gehabt. Und diese Details, also respektive aus diese Grafiken, die habe ich von dieser Seite hier, von Cloudflare, wie das Ganze auch entstanden ist. Und eben die Frage, wieso braucht es überhaupt Quick? Das Problem bei HTTP 2, was man hat, ist Head-of-Line-Blocking. Das heißt, wenn man ein Packet Loss hat, muss das TCP warten, bis quasi das Paket nachgeschickt wird und der ganze Strom muss quasi komplett sein, damit man die Daten wieder an die Applikation weiterreichen kann. Und hier unten habe ich jetzt ein Beispiel. Hier habe ich ein GET nach b.css. Und dann habe ich noch ein zweites GET, das ist eben Multiplexing, dass man zwei Anfragen gleichzeitig starten kann, und zwar ein JavaScript. Da kommen jeweils die ersten Teile an, das kommt an, das kommt nicht an, und dann kommt der zweite Teil von b.css an. Das heißt, b.css wäre eigentlich komplett und man könnte es der Applikation geben, man könnte es dem Browser geben und der könnte dann anfangen zu rendern. Aber bei HTTP 2 funktioniert das nicht, weil eben dieses Teil fehlt und das heißt, das muss eigentlich warten, obwohl man es eigentlich schon hat. Und bei Quick, dort hat man die Streams, da hat man es unterteilt in Streams. Und hier hat man zum Beispiel ein GET nach b.css, der erste Teil. Hier hat man a.javascript, der zweite Teil. Das kommt an, das kommt nicht an. Der zweite Teil von b.css kommt an. Das heißt, b.css kann nun dem Browser übergeben werden. Und auf das hier muss der Browser natürlich noch warten. Aber hier das b.css, damit kann er bereits schon etwas machen. Das heißt, HTTP 3 verbessert diverse Features, eben die Roundtrip-Time wird verkürzt, es wird schneller, es hat kein Head-of-Line-Blocking, es ist immer verschlüsselt, also ein perfektes Protokoll. Nicht ganz, weil HTTP 3 hat auch Nachteile. So weiß zum Beispiel eine Network Address Translation nicht, in welchem Zustand sich die Verbindung befindet. Bei TCP hat man ein SYN, ACK und FIN gehabt und da hat dann jeweils diese Network Address Translation immer gewusst, wird eine Verbindung aufgebaut, wird sie abgebaut, kann ich diesen Eintrag aus der Tabelle löschen oder nicht. Und bei HTTP 3 ist alles verschlüsselt, auch eben diese Sequenznummern, diese Acknowledgements, ist alles verschlüsselt. Das heißt, jede Box in der Mitte weiß nicht, in welchem Zustand diese Connection ist und muss entsprechend eine gewisse Zeit diesen Eintrag in einer Liste behalten, damit man eben weiß, wem diese Pakete zugeordnet werden können.
Also HTTP 3 hat auch Header Compression drin, das auch ein bisschen Komplexität mit reinbringt, weil es auch noch andere vorherige Header referenziert. Und TCP hat auch sehr viele Optimierungen erhalten, wie zum Beispiel hier das TCP Fast Open, wo man, wenn man eine Connection bereits schon kennt, wenn man so einen TFO-Cookie schon hat, dass man eine Verbindung ohne diesen Three-Way-Handshake bereits aufmachen kann, was ebenfalls ein Roundtrip spart. Gut, so viel zu HTTP 3. Schauen wir uns noch ganz kurz UDP an. Also HTTP 3 basiert ja auf UDP und UDP ist ein Protokoll, ein sehr einfaches Protokoll mit einem sehr einfachen Header. Hier sieht man den Header, Source Port, Destination Port, Length, Checksum und dann kommen bereits die Daten. That's it, sehr einfach gehalten. Und UDP wird zum Beispiel bei DNS verwendet oder bei Streaming, wenn man Audio oder Video streamen möchte und wenn auch mal das eine oder andere Paket verloren gehen kann oder wenn auch die Reihenfolge, wenn es in der verkehrten Reihenfolge ankommt, wenn es dann nicht so wichtig ist. Das heißt, UDP hat keine Garantien, man schickt einfach ein Paket ab und hofft, es kommt an. Wenn es ankommt, ist gut. Es kann aber auch auf dem Weg irgendwo gedroppt werden. Die Reihenfolge kann dann anders sein. Und es können auch Duplikate ankommen. Das heißt, wenn irgendwo ein Router eine Fehlfunktion hat und dann das Paket nochmals schickt, da gibt es auch keine Garantien. Dann gibt es noch ein drittes Protokoll, das ist nicht so weit verbreitet wie TCP und UDP. Das ist das Streaming Control Transmission Protokoll. Im Gegensatz zu TCP und UDP ist es message-based und hier kann man auch den Datenstrom in unterschiedlichen Streams aufteilen. Es werden Sync-Cookies verwendet und ein SETP-Handshake ist ein Vier-Way-Handshake, wo eben diese Cookies ausgetauscht werden. Es gibt auch ein Multi-Homing, gibt es übrigens auch bei Quick und es wird aber praktisch nicht eingesetzt. Und da gibt es eine interessante Bemerkung bei Stack Overflow, warum es auch nicht verwendet wird. Hier eine gute mögliche Liste, warum es eben nicht verwendet wird, hier auf dieser auf Stack Overflow mit möglichen Erklärungen. Und Popularity, no general public app using it, stimmt so nicht. WebRTC zum Beispiel verwendet SETP, aber eben weil es nicht so häufig verwendet wird, wird das dann über UDP getunnelt. Bei OpenWRT, das ist ein Router-Betriebssystem, ist es zum Beispiel auch nicht per Default eingeschaltet. Da kann man sich mal die Package-Liste ansehen. Es gibt zwar ein Package, das findet man hier, aber eben man muss es noch zusätzlich installieren. Und bei vielen Routern im Consumer-Bereich, dort hat man dann gar keine Möglichkeit, SETP zu installieren. Ebenfalls bei der Uncomplicated Firewall von Ubuntu, dort gab es dann auch Requests, hey, warum unterstützt ihr nur UDP und TCP? SETP fehlt und eben SETP wird sehr, 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 sehr selten verwendet und diejenigen, die es verwenden, zum Beispiel WebRTC, die tunneln dann über UDP und auch bei HTTP 3 respektive Quick. Was wir gesehen haben, eben verwendet ebenfalls UDP. Gut, schauen wir uns ein kleines Beispiel an, das auch wieder nur zum Zeigen, wie einfach das ist, mit unterschiedlichen Programmiersprachen per UDP zu kommunizieren. Hier haben wir einen Server, der ist in Java geschrieben, ist ebenfalls in meinem GitHub-Repository drin. Hier haben wir einen UDP-Client und damit können sich diese Programme können sich per UDP unterhalten. Auf einen wichtigen Aspekt möchte ich noch eingehen, und zwar sind das Amplification Attacks.
Das ist auf der folgenden Seite gut beschrieben, was es sind, wie es funktioniert, was eben dieser Amplification-Faktor ist. Und wir werden dann uns auch noch ein Beispiel ansehen, wie man so einen Amplification-Attack-Angriff wieder genau aussieht. Und zwar im Prinzip hat man ein UDP-basiertes Protokoll. Und man schickt ein Request, das sind 10 Bytes an den Server und der Server antwortet mit 100 Bytes. Das ist noch nicht problematisch, aber problematisch wird es dann, wenn der Request eine gefälschte Absenderadresse erhält und der Server schickt dann die 100 Bytes dann an die falsche Adresse. Wenn man das koordiniert macht und ganz viele Services mit einer eben dieser falschen Absenderadresse, ich nenne die Opferadresse, wenn man das dann diesen Service so ausnutzen kann, dass ich mit 10 Bytes jeweils 100 Bytes verschicken kann, dann kann ich mit meiner 1 Gigabit Leitung quasi einen 10 Gigabit Angriff ausführen, ohne dass ich eben so eine hohe Bandbreite brauche. Und zwar eben, weil ich das durch diese Server amplifizieren kann, in diesem Beispiel durch den Faktor 10. Schauen wir uns das Ganze an, wie das funktioniert. Wir haben hier eben das Opfer, das wird auf dem Service 8082 hören. Können wir ganz kurz mal hier uns veranschaulichen. Also hier habe ich wieder Netcat. Ich höre auf dem Port 8082. Da passiert noch nichts. Dann habe ich einen Server, der ist natürlich schlecht designt. Und den werde ich mal auf 8081 starten. Und zwar gehe ich da hier cd get cdtsy. Hier habe ich meinen Server. Da habe ich hier, das ist TCP, der ist falsch. Hier habe ich Datagram, genau das ist unser Server, unser UDP-Server. Hier empfange ich dann eine Nachricht und schicke dann Message received zurück. Den kann ich jetzt mal kompilieren, server.java und ausführen. Der läuft jetzt und jetzt haben wir einen Angreifer. Der schickt nun 6 Bytes an diesen Server und sagt, hey, ich bin der Empfänger hier auf 8082. Und er wird dann die Antwort, er bekommt dann die 6 Bytes und wird dann die Antwort hier an das Opfer schicken. Und das kann ich zum Beispiel mit HPing machen. Das ist so ein Tool, welches die Absenderadresse spoofen kann. Werden wir uns dort noch ansehen. Also HPing minus minus UDP, meine IP-Adresse Port 8081 minus E Test. Da muss ich jetzt noch einen Test, da mache ich TMP-Test. TMP-Test, nano TMP-Test.tmp. Da kommt ein Hallo rein. Und jetzt sage ich, das Ganze soll, also das ist die Länge, 6, Hallo mit einem Null-Charakter. Und 8082, das ist eben mein Port, den ich auswechseln möchte. Count, das möchte ich einmal machen. Und jetzt können wir dann sehen, was passiert. Zuerst gar nichts, weil ich muss das als Root ausführen, weil als User kann ich das nicht. Und jetzt haben wir gesehen, es hat nicht funktioniert, weil ich hier wahrscheinlich noch natürlich auf, nein, sorry, auf UDP, also minus L minus U, genau,
Jetzt. Und jetzt habe ich es hier oben erhalten. Das heißt, das ist mein Angreifer. Ich habe jetzt die Absenderadresse hier eingegeben. Ich habe Hallo verschickt und ich habe Message received Hallo bekommen. Das heißt, eine wesentlich größere Antwort, als ich meine Abfrage geschickt habe. Und das heißt, ich habe hier, das ich glaube, 24 Characters. Ich habe 6 Characters geschickt. Das heißt, ich habe Amplification Faktor von 4. Und das heißt, ich kann meine Angriffsbandbreite um einen Faktor 4 erhöhen. Mit den normalen Programmiersprachen, also jetzt in Go, funktioniert das nur, wenn man jetzt auf die Low Level über Syscalls jetzt auf die darunterliegenden Netzwerkeinheiten, die Netzwerk-API zugreifen möchte, kann man so ein Paket zusammenstellen, aber in der Regel über die normalen Library-Funktionen kann man das eben nicht machen. Also kann man bei Java, bei Node, bei Go kann man das nicht machen und dort muss man schon tief in die Netzwerkeigenschaften reingehen, damit man diese Absenderadresse spoofen kann. Es kommt dann tatsächlich, wenn man es probiert, wenn man eine Adresse versucht zu binden, die man nicht besitzt oder die bereits geöffnet ist, bekommt man dann eine Fehlermeldung, cannot assign requested address, weil man eben nicht eine beliebige Adresse beanspruchen kann, die man vorher nicht reserviert hat. Gut, schauen wir uns nun einen Vergleich dieser Transport-Layer an. Wir vergleichen die Protokolle. Wir haben uns mit TCP beschäftigt, mit UDP, SCTP, Quick, HTTP3. Hier in Klammern, weil es eigentlich kein sauberes Transport-Layer-Protokoll ist. Es basiert ja eigentlich auf UDP, hat aber Elemente drin, die auch TCP drin hat, hat auch noch mehr Sachen drin. Von daher ist die Abgrenzung ein bisschen schwierig. Die drei Protokolle TCP, SCTP und Quick, die sind verbindungsorientiert. UDP ist verbindungslos und dort schickt man Daten und hofft, dass die Daten ankommen. Das heißt, bei UDP hat man keinen zuverlässigen Transfer. Bei TCP, SCTP und Quick hat man das. Bei TCP hat man Streams, bei UDP hat man Messages, bei SCTP ebenfalls. Und bei Quick hat man Multistreams, und das führt eben dazu, dass man kein Head-of-Line-Blocking mehr hat. Die Order wird bei TCP geordnet, bei UDP ist es nicht gegeben, bei SCTP kann die Applikation entscheiden, ob es geordnet werden soll oder nicht, und bei Quick ist die Order ebenfalls garantiert. TCP wird natürlich sehr häufig verwendet bei HTTP1 und HTTP2. UDP wird auch sehr häufig verwendet, zum Beispiel bei DNS oder bei NTP, dem Network Time Protocol, oder aber auch bei HTTP3, wobei das eben auf Quick basiert und Quick basiert ebenfalls eben auf UDP. Und SCTP braucht häufig auch UDP, weil eben SCTP nicht so verbreitet ist und deswegen muss es über UDP getunnelt werden, wird aber zum Beispiel bei WebRTC verwendet. Bei TCP, SCTP und Quick gibt es Flow und Congestion Control, bei UDP gibt es das nicht. Und deshalb wird es eher als leichtgewichtig bezeichnet, TCP, SCTP und Quick als Heavyweight. Wobei da kann man auch argumentieren, dass das eine leichter ist als das andere. Dann gibt es bei allen Error-Checking und Recovery mit CRC32 und bei Quick gibt es auch noch einen Integrity-Check, weil ja alles verschlüsselt ist und mit einem Message Authentication Code ab gesichert ist und überprüft werden kann, ob auch tatsächlich alles korrekt übertragen worden ist. Nun, was Sie für den Challenge Task jetzt mitnehmen sollten, ist, dass es natürlich eine Rolle spielt, welches Protokoll Sie verwenden und je nach Protokollwahl, HTTP1, HTTP2, HTTP3, hat die Performance oder die Anzahl Roundtrips einen Impact auf die Performance, wie schnell das der Inhalt bei den Usern ist.
wenn man das jetzt lokal mit Docker Compose macht, nicht, weil dort ist die Latency tatsächlich zero. Aber wenn Sie ein Deployment machen und das dann ein bisschen weiter weg ist, dann spielen eben diese Roundtrips eine Rolle und hat auch einen Impact für den Benutzer.